Eckdaten. Wann und wo findet Dortmund à la carte statt? 24. bis 28. August, wie jedes Jahr auf dem Hansaplatz in Dortmund. Welche Gastronomien finde ich da? Eine Menge. Wir sind insgesamt 11 an der Zahl, haben in diesem Jahr 2 Neuzugänge auch dort dabei. Das ist einmal der Brauturm, ansässig im Dortmunder U, und einmal das Restaurant Dickmanns aus dem schönen Dortmunder Süden. Was gibt es denn für Highlights, für Besonderheiten in diesem Jahr? Da haben wir eine Menge. Wir haben natürlich als fast tägliches Highlight in diesem Jahr auch wieder unseren à la carte Wein. Der heißt in diesem Jahr Nino Vino. Und wir haben viele neue Partner mit dazu bekommen, unter anderem Dortmunder Startup Vivid, die ihren eigenen Korn brennen und dort uns viele Sachen anbieten. Wir haben natürlich wieder unsere Stößchenkneipe zum Schlips, die bis spät in die Nacht und teilweise bis zum frühen Morgen geöffnet hat. Und auch in diesem Jahr neu bzw. auch ein bisschen vergrößert ist der Hövels Genießertreff, wo wir dann natürlich auch andere Biersorten, also den Kronen, den Dortmunder Kronen anbieten, aber natürlich auch hauptsächlich Hövels vom Fass. Wenn ich jetzt Vegetarierin oder Veganerin bin, wo wende ich mich denn am besten hin, wenn ich bei à la carte auf meine Kosten kommen will? Da kannst du zu jedem Gastronom gehen, weil jeder Gastronom bietet mindestens ein vegetarisches Gericht an. Viele Gastronomen auch mehrere, aber für jeden ist bei jedem oder für jeden Vegetarier ist bei jedem Gastronom mindestens ein Gericht zu bekommen. Und es gibt abseits der kulinarischen Highlights ja auch noch andere Events. Was können Sie da zum Beispiel nennen? Da haben wir natürlich viele unserer Partner mit dabei. Also wir haben in diesem Jahr unser Automobilpartner zum Beispiel, ist ganz neu dabei, Mercedes-Benz. Da werden wir ganz viele EQ-Autos, also die nachhaltige Serie von Mercedes, ausstellen. Aber auch, es ist jetzt keine richtige Premiere, aber ein ganz, ganz neues, kommt glaube ich 2 Wochen vorher raus, der neue SL. Der wird dort ausgestellt sein, also den wird man bis dahin noch nicht live gesehen haben. Und wir haben weiterhin auch die DEW mit dabei, mit einer Handy-Aufladestation und einer Chill-Out-Ecke und viele Dinge, die wir da anbieten. Und neben der Kulinarik wird es einem nicht langweilig. Unsere alljährliche Tombola findet wieder statt, die Wizard-Tombola, wo wir wirklich außergewöhnliche Preise auch gespendet bekommen haben von unseren Partnern und Sponsoren. Und wo jeder Euro, den wir über die Tombola einnehmen, zur Stiftung Kinderglück gespendet wird. Wunderbar, was ist denn dein Lieblingsessen? Wo gehst du hin? Oh, das ist schwierig. Ich mag natürlich jeden Gastronomen. Ich mag mindestens ein Gericht bei jedem Gastronomen.